Moin ihr Lieben, ich sehe wie immer aus wie Harry Hirsch, aber war jetzt ganz spontan. Es ist Samstag früh und ein Kollege hat angerufen, die sind heute auf dem Acker unterwegs, auf dem Feld unterwegs und machen da ein paar Tests und ich habe gefragt, ob ich da mit der Drohne filmen kann. Und da meinten sie, ja, da packe ich jetzt schnell die Drohne ein, fahre mit dem Moped ganz schnell hin und dann machen wir ein paar Aufnahmen. Es ist nämlich immer selten, dass man die Erlaubnis bekommt vom Landwirt selber, dass man da filmt. Und für mich sind aber solche Aufnahmen immer relativ gut zu haben und auch der Kollege kann die ganz gut brauchen. Also starten wir mal dahin. So, gerade losgefahren, das erste Mal Gas gegeben und schon leuchtet die Tankaufzeige auf. Die Tankanzeige auf. Etwas früher als erwartet, aber ich hatte jetzt viel Kurzstrecke bei. Macht nichts, wir kommen unterwegs an einer Tankstelle vorbei. Und dann filmen wir halt noch ganz kurz auf. Was mich gestern übrigens noch total gefreut hat, in den Kommentaren habe ich, glaube mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal gelesen, dass manche meinten, ich habe das Video im Nachgang vertont, also das letzte, wo ich dieses neue Setup einfach mal ausprobiert habe. Und es ist natürlich schon irgendwie ein besonderes Lob, weil ich habe in der Tat gar nichts bearbeitet. Ich habe einfach nur die GoPro-Videos importiert und dann mein Color Grading oben drüber gelegt und das war es auch schon. Mehr ist da nicht passiert. Aber das hat mich natürlich schon sehr gefreut. Eine klasse Sache. So, frisch aufgetankt. Dann biegen wir aber nicht so ab, wie es das Navi sagt, weil das dürfte nichts werden, weil man da hinten nicht rechts fahren kann. Man durfte da früher, das ist eine geänderte Vorfahrt, da durfte man früher rechts fahren, geht aber jetzt nicht mehr. Das weiß aber scheinbar Navigon noch nicht. Ich habe momentan Navigon drauf, weil mir noch der Halter fehlt für mein TomTom, wie hieß das? Nicht TomTom Go, TomTom Bio. So, selbstverständlich rote Ampel. Was auch sonst. Jetzt sind wir angekommen. Da hinten sind die Jungs, montieren gerade den Counter, den Fliegen-Counter mit Bluetooth 5. Und Testzweck ist so Rotationsbewegung festzustellen. Bei dem Projekt habe ich mit der Firma nichts zu tun. Da hänge ich nur bei den iOS und Android-Apps mit drin. Aber zum Drohnenfliegen bin ich immer dabei, lieber zu haben. Deine App, die du geschrieben hast, habe ich nur ein bisschen umfunktioniert. Also X-Achse, Y-Achse und das wäre dann das Ergebnis, ob er sie dreht oder nicht. So, alle Akkus leer. Bei der Drohne sind die zwei Akkus leer gefahren. Feld ist aber fertig geschwadert. Aufnahmen habe ich, glaube ich, richtig coole bekommen. Aber GoPro-Akku neigt sich dem Ende. Ich hoffe, dass er noch aufnimmt, weil er zeigt mir hier schon die leere Batterie nur an. Ja, doch, nimmt, glaube ich, noch auf. Dann mache ich mich mal auf den Weg wieder nach Hause. War jetzt ein schöner kleiner Spontantrip, hat mir gefallen. Und dann wird weiter gecodet für genau das Projekt, deswegen hat es mich jetzt so interessiert, wie es läuft oder nicht läuft. Also die App, die ich momentan mache, ist genau für dieses Projekt. Ist jetzt nicht ausnahmsweise mal eine App, die nicht ganz von mir stammt. Also da arbeitet bei dem Kunden noch ein zweiter mit dran, aber der ist jetzt für 4 Wochen im Urlaub. Das heißt, ich kann mich jetzt 4 Wochen lang alleine austoben. Was auch ganz cool ist, muss man weniger oft besprechen. Pfeift hier der Wind. Das Visier ein bisschen zumachen. Muss man sich nicht ganz so viel absprechen, kann einfach viele Dinge selber in die Hand nehmen. Das beschleunigt die Entwicklung dann auch nochmal. Nachdem der Akku gleich leer ist, sage ich jetzt einfach Tschüss und wünsche weiter ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.